Guten Morgen! Ich trage heute mein Haar offen, Leute. Ja, ich habe heute tatsächlich mal mein Haar nicht zugekleistert mit irgendwas. Das geht mir nämlich ziemlich auf die Nerven, aber es ging wirklich gar nicht anders. Und jetzt mittlerweile legt sich das Ganze in eine Richtung. Ich habe es noch nicht so raus. Ich habe jetzt erstmal einfach nur so ein Stirnband hier dran. Guten Morgen, guten Morgen. Und muss mal schauen. Das Ganze ist bestimmt noch optimierungswürdig. Wir gucken mal. Also nein, ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal jemand bin, der andauernd über seine Haare spricht. Aber es ist so. Ich habe ganz viele Bad Hair Days. Nein, das wird ja alles auch noch wieder besser. Und guten Morgen, Antje. Guten Morgen, guten Morgen. Wunderbar. Guten Morgen, Elke. Ja, wir warten mal ein bisschen, bis hier alle an Bord sind. Ja, heute eigentlich war heute ja ein toller Überraschungsgast geplant, aber die musste ich gestern jetzt doch. Guten Morgen, Christina. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen, Maike. Hi. Guten Morgen, Melanie. Wunderbar. Renate ist da. Guten Morgen, Carola. Alexandra. Ach, wunderbar. Da seid ihr alle. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, eigentlich wollten wir heute ein ganz cooles Thema machen, nachdem ihr mich ja auch schon lange fragt. Und das wäre eigentlich das Thema Ärmel gewesen. Mache ich jetzt nicht, weil meine zweite Person quasi nicht da ist. Meine Wingwoman fehlt. Vielleicht ist sie ja Sandra. Guten Morgen. Ja, ich sag's einfach mal, es wäre Sandra gewesen. Ich habe mich auch schon tierisch gefreut und Sandra hat sich auch schon tierisch gefreut. Aber da beide Kinder krank sind und mit Fieber und so, habe ich jetzt schweren Herzens gesagt, nee, das machen wir dann jetzt lieber diese Woche nicht. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wir werden das auf jeden Fall nachholen. Nächste Woche haben wir den nächsten Termin. Also freut euch da schon mal drauf. Und ich sehe ganz viel, dass ihr jetzt alle ganz heiß seid auf das Thema Ärmel. Und ich sehe zu, dass ich das irgendwie, den Kindern geht es beiden besser. Super. Ich sehe zu, dass ich heute das Thema Ärmel nochmal in dem Aufbaukurs Ärmel ein bisschen weiter behandle mit den Schnittmustern, die jetzt da sind. Und da auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Guten Morgen, Kerstin. Oh, wie schön. Na, wunderbar. Guten Morgen, Anja. Alexandra, ach, wunderbar. So, ich sehe euch schon überall in den Gruppen ganz fleißig werkeln und fragen und so. Und da sind viele, viele Sachen, die ich euch einfach erzählen müsste, möchte, müsste auch, möchte auch. Und ja, damit ihr da auch noch weiter mitarbeiten könnt. Ich sehe, ich gebe wirklich Gas. Das eigentlich wollte ich gestern und vorgestern das schon gemacht haben. Aber ihr wisst ja manchmal, ja, Kids krank und so. Und dann die Mama sitzt dann neben den Kids und. Ja, das ist halt so, ist ja auch in Ordnung. Dafür hat es ja jetzt nicht so lange gedauert und beide sind wieder super fit. Das hätte ich auch nicht gedacht, das ging ja ganz rucki-zucki. Also das ist schön und ja, dann kann es jetzt weitergehen. Am Sonntag, für alle, die hier zugucken, die VIP sind, am Sonntag kann ich später eigentlich nachgucken. Ja klar, kannst du alles nachgucken. Ich werde auch gleich auf jeden Fall nochmal die Videos runterladen und hochladen in den Kurs. Am Sonntag werde ich bei den VIPs in der Gruppe einmal live sein und dort das Thema Ärmel nochmal behandeln. Ich werde aber vorher auf jeden Fall auch nochmal in der Komplettkursgruppe, in der Masterclass für die Oberteile live sein und das Thema Ärmel auch nochmal behandeln. Also da könnt ihr auch nochmal mitmachen. Ich muss gleich mal eben koordinieren, was sinnvoller ist. Erst die Schnittmuster machen oder erst euch dann nochmal so ein bisschen an die Hand nehmen und anleiten. Guten Morgen, ach wunderbar. Und werde dann den Termin bekannt geben, der in der Gruppe sein wird. Und am Sonntag, ich habe mir extra am Sonntag auch Zeit genommen, um 10 Uhr, da bin ich bei den VIPs live. Also wenn jetzt hier jemand von den VIPs mit dabei ist, der das noch nicht mitbekommen hat, am Sonntag um 10 Uhr machen wir da in der Gruppe einen Live und da werde ich auch nochmal auf all eure Fragen eingehen. Ich habe extra Sonntag dafür mir Zeit genommen, damit dann auch möglichst viele da sein können und ihre Fragen stellen können. Denn ich will nicht nur, dass ihr Oberteile ohne Ärmel macht, die super sitzen. Ich will auch, dass ihr Oberteile macht mit Ärmeln, die super sitzen. Also, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. So, dafür habe ich ein anderes cooles Thema mir heute überlegt, worauf ich auch Bock habe und wovon ich wahrscheinlich einfach keinen Online-Kurs machen werde. Aber ich kann euch dazu natürlich trotzdem einiges erzählen und sagen. Und das ist, und da werde ich auch andauernd nachgefragt, kannst du das nicht mal machen, so einen Online-Kurs dafür? Und ich nicht. Was ist es? Richtig, heute basteln wir eine Eieruhr. Nein, nein, ich habe es nur schnell so aufgemalt, so thematisch. Und dann werden wir gleich nochmal so ein bisschen, ich werde euch sagen, was es ist und was wir damit machen werden. Na?
Kann es jemand erraten, was es ist? Ich habe mir auch zwei Stoffe dazu rausgesucht. Schlippis, genau, wir machen heute Schlippis. Wir machen heute Unterwäsche und ja, ich denke, das ist auch ein Thema, was viele interessiert. Und es ist wirklich super, super, super mega einfach, sich Unterwäsche oder ein Stück Muster für Unterwäsche selber zu machen. Das ist im Prinzip eigentlich nur ein Stück Stoff und da muss man eigentlich nur gucken, wie einem das am Hintern und vorne sitzt und wie man das alles haben möchte. Und das erzähle ich euch jetzt, wie man das ausmessen kann und wie man das alles machen kann. Und das ist wirklich, da kann man ja auch ganz viel dann hin und her designen und schieben und so. Und ja, da möchte ich euch jetzt einfach so ein paar Varianten zeigen. Und dann schneiden wir auch zwei unterschiedliche Varianten zu. Ich vermesse mich hier einmal. Dran denken, ich habe jetzt hier meine Hose an, die übrigens nach den Kilo zunehmen, nach den 10 Kilos zunehmen, auch noch ganz wunderbar passt. Wegen dem elastischen Bündchen. Ist das nicht geil? Also mir passen ja auch noch alle meine Klamotten. Gar kein Problem. Yippie. So. Super. Diese scheiß Gummiband mit der Buchse meines Mannes macht mich fertig. Ja. Okay. Also ich hoffe, es ist zwar jetzt nicht Sandra geworden, es ist nicht das Thema Ärmel geworden. Wir machen das hier auf jeden Fall auch nochmal. Aber ich hoffe, ihr freut euch jetzt selber trotzdem über dieses Thema. Also Thema Schlüppis. Wir machen Schlüppis selber. Und es geht jetzt um Damenschlüpfer. Ja, also ich nehme auch gerne nochmal das Thema Männerschlüpfer auf. Da muss ich meinen Schatz mal fragen, was er sich für einen Stoff da aussuchen würde und wünscht. Und ja, naja, wir legen mal los, Leute. So, also, was habe ich denn hier gezeichnet? Hier habe ich quasi eine Eieruhr gezeichnet, aber das soll natürlich keine Eieruhr sein. Wenn ich gleich meine Maße nehme, dran denken, dass ich die über meiner Hose messe. Wenn ihr etwas für Unterwäsche ausmesst. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Schlüppi nehmen, der euch gut passt, aber wenn ihr etwas ausmesst für Unterwäsche, dann natürlich am besten nicht über einer Thermohose. Ne? Also schön am Popo an sich, Unterhose könnt ihr natürlich anbehalten, aber ansonsten aufpassen, dass ihr da nicht zu weit werdet. So, eine Unterhose. Ich nehme mal hier meinen Bleistift. So, wo sitzt denn eine Unterhose? Also ich zeichne jetzt mal hier so von der Seite so einen Frauenkörper. Hier so ist das Schambein, hier ist der Popo und hier ist der Rücken. Also es soll von der Seite ein Frauenkörper sein. Ja, hier ist der Bauch, Bauchnabel, Rücken, Rücken, Rücken und das hier ist vorne. Hier ist der Po. Po und hier ist das Schambein hier vorne. So, wo sitzt denn jetzt so eine Unterhose? Die sitzt ja quasi einfach einmal hier so quer durch den Schritt durch, einmal hier um den Körper drumherum. So, meistens ist sie hier ein bisschen ausgeschnitten, denn hier ist im Prinzip ja noch das Bein. Das zeichne ich jetzt mal so. Hier ist der Fuß, so. Die sitzt ja quasi hier und dann ist sie unterschiedlich geschnitten hier hinten an den Po-Backen und auch unterschiedlich geschnitten hier vorne. Unterschiedlich geschnitten hier in der Höhe, in der Leibhöhe. Es ist alles immer in jeder Unterhose so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt diese Standardformen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, jeder von uns hat schon so ein bisschen so seine Lieblingsform. Da gibt es ja jetzt ganz, ganz viele Varianten. Und ich zeichne jetzt einfach von hinten mal ein paar Varianten auf. Zum Beispiel habe ich früher damals, als ich noch jünger war und dachte, das ist viel, viel besser, ganz, ganz viele Strings getragen. Das mache ich heute nicht mehr so gerne. Das finde ich tatsächlich jetzt mittlerweile ein bisschen unbequem. Und ich glaube mittlerweile, also es gab so eine Zeit, da war das so ganz verpönt, wenn die Unterhosenlinien durchgedrückt haben. Das ist so mittlerweile nicht mehr so. Oder habe nur ich das so empfunden? Ich weiß es nicht. So, wir malen mal einen Hintern von hinten, der natürlich eigentlich gleich weit ist an allen Seiten. So. So, wenn man jetzt mal guckt, Unterhose hier und dann gibt es natürlich verschiedene Varianten. String, sollen wir das mal in verschiedenen bunt malen. So. Den gibt es natürlich auch noch in extremer, da sind dann nur so zwei, mein Opa hat sich immer köstlich darüber amüsiert, wenn er solche Dinge gesehen hat. Sieht aber natürlich auch sehr verführerisch aus. Das ist dann quasi nur so ein Band. Manchmal gibt es das auch einfach nur so als Band. So und dann so als Band runter, hinten. Hier, manchmal haben die dann hier noch so ein bisschen so Spitzen, irgendwas so. Sieht ganz süß aus. Dann gibt es noch andere Varianten. Dann gibt es diese ganz normale Variante. Die ist dann meistens hier an der Seite schon ein bisschen weiter gestaltet. Hier dieser Bereich. Und dann geht das hier so über den Po.
Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Unterhosen, die ein bisschen länger gestaltet sind. Super bequem zu tragen. Aber da habe ich zum Beispiel ganz oft das Ding, dass sich die so an der Seite hier so aufrollen. Das ist auch ein bisschen doof. So, die sind dann eher so gestaltet. So. Also, es gibt unterschiedliche Varianten hinten am Po und die gibt es natürlich auch vorne. Und jetzt könnt ihr ja schon mal so überlegen, okay, welche Maße muss ich denn vielleicht nehmen, um jetzt hier, also das Ganze gestaltet sich hier so und hier so einmal rum um den Körper. Also muss ich ja logischerweise zwei Maße nehmen und das wäre einmal dieses Maß hier. Von hier vorne am Bauch, wo die Unterhose sitzen soll, bis hier hinten am Rücken, so hoch wie die Unterhose sitzen soll und dann einmal hier so Maß nehmen. Wie lang ist diese Strecke? Wir nennen sie mal Strecke 1. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine weitere Strecke, die geht einmal um unseren Bauch rum. Also an der Stelle, wo wir dann die Höhe gemessen haben, sollten wir auch in etwa die Weite des ganzen Kleidungsstückes messen und das ist einmal dann hier so rum, so um die Stelle, wo wir das tragen möchten. Also Hüftbereich, Taille, je nachdem, manche Frauen möchten das vielleicht auch einfach ein bisschen höher tragen und nicht hier so, dass hier irgendwelche Nähte oder irgendwas auftragen. So, 2. Ist das verstanden worden, Leute? Ding, da bin ich. So. Super gezeichnet. Danke. Ich glaube, die Qualität meiner Zeichnungen liegt darin, dass ich sie wirklich für Kinder verständlich zeichnen kann. So. Zwickelverordnung, ja. So, Bikini. Genau, Bikini könnt ihr damit auch machen, alles. Wunderbar, wunderbar. Also, habt ihr da irgendetwas, was ihr nicht verstanden habt, dann bitte hier kommentieren. Ich lese mir das gleich nochmal durch. Ansonsten machen wir jetzt hier weiter. So, also, einmal brauchen wir 1 und einmal brauchen wir 2. Eins ist unsere Schrittweite. Oder wir nennen es Schrittlänge. Schrittlänge. Und 2 ist unser Umfang. So, wo würden wir denn jetzt in einem Schnittmuster diese Maße wiederfinden? Also, ich habe das jetzt schon mal so schematisiert aufgezeichnet. Jetzt würdet ihr, das hier ist ein ganz normales Schnittmuster sozusagen für eine Unterhose, wo vorne und hinten beides gleich sind. Hier in der Mitte ist es auf jeden Fall zu weit gezeichnet, das habe ich jetzt einfach so schnell freihand gemacht, nur damit ihr sehen könnt, wo ist denn jetzt was. Also, dieses hier, wir machen mal wieder hier, das hier ist jetzt vorne und das ist hinten. Und dann ist natürlich dieser Umfang geteilt durch 2 hier zu finden. Also einmal an der vorderen Seite, das wäre von hier bis hier, also hier der Bauch, hier vorne ist ja der Bauch, vorne. Und hinten wäre von hier bis andere Seite hinten. Und das ist dann hier zu finden in dem Schnittmuster. Die Höhe, die die Unterhose haben soll, dann mache ich mal hier so. So, das ist hier zu finden. Hier an der Seite, das hier ist überall die Höhe, die die Unterhose haben soll. Das werden wir aber gleich nochmal so ein bisschen, dann, ich bin da immer ein Freund von wirklich ausprobieren, was gefällt mir denn. Oder ihr könnt natürlich auch in euren vorhandenen Unterhosen einmal schauen, was euch da gefällt. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier die Schrittlänge und die finden wir dann hier wieder. Das ist einmal sozusagen von vorne nach hinten durch den Schritt durchgemessen, hier bis hierhin. Das ist diese Länge. Und so könnt ihr euch eigentlich schon mal einfach ein Grundgerüst aufzeichnen. Umfang geteilt durch 2 mal Schrittlänge, das wird euer Grundgerüst für das ganze Ding sein. Für das Unterwäscheding. So. Also, Umfang geteilt durch 2, das wäre dann hier und hier. Und dann malt ihr euch in der Mitte noch den Strich so lang, wie das Ganze sein soll. So. Ja?
Jetzt messen wir noch verschiedene Dinge aus. Also jetzt könnt ihr euch ja noch mal so ein bisschen überlegen, wie hoch soll das hier am Bein sein. Schaut mal wirklich an Unterhosen, die euch gut gefallen oder passen. Oder vielleicht wollt ihr es auch ganz anders machen. Und dann zeichnet ihr die Höhe, die es hier am Bein haben soll, hier einmal ein. Hier links und rechts. Und zeichnet das dann wirklich so ein. Und dann messt ihr nochmal aus, wo von dieser mittleren Seite, also von der Seitennaht her und hier von vorne und hinten, wo der Zwickel sitzen soll. Der Zwickel, der kann ja, das kann ein etwas kleinerer Zwickel sein, hier bis hier, der kann auch ein bisschen größer sein, hier bis hier. Da könnt ihr jetzt variieren, weil wenn euch zum Beispiel so ein bisschen Nähte oder sowas manchmal so ein bisschen aufdrücken oder nerven, dann könnt ihr die einfach weiter nach außen setzen oder weiter nach innen setzen. Dann müsst ihr jetzt wirklich an euch mal schauen, an welcher Höhe von dieser Linie, die ihr hier gemessen habt, also diese Schrittlänge, die ihr hier gemessen habt, ihr den Zwickel haben wollt. Warum macht man überhaupt einen Zwickel? Ja, weil es einfach in diesem Bereich sehr wellig zugeht, sage ich jetzt mal so. Und deswegen machen wir hier einen Zwickel rein, damit das Ganze doppelt liegt. Und das einfach ein bisschen stabiler ist. Ich habe mal ein Bikini genäht ohne Zwickel. Ja, da hat sich mein Mann gefreut. Da musste ich dann hinterher nochmal die Seitendinger, die Seitenbündchen auftrennen und sowas und einen Zwickel einnähen. Das ist halt einfach besser. So, ihr könnt natürlich auch Unterwäsche machen ohne Zwickel. Die werden auch passen und sowas. Aber ich würde euch tatsächlich empfehlen, einen Zwickel mit einzunähen. So, wenn ihr jetzt hier rausgefunden habt, wie weit euer Zwickel sein soll, zum Beispiel von hier bis hier, dann messt ihr jetzt diese Strecke, das hier ist ja immer noch vorne, das ist hinten, dann messt ihr jetzt diese Strecke hier und zeichnet die hier einmal ein und einmal bis hinten zu der Strecke, wo hier der Zwickel sein soll und zeichnet das hier einmal ein. Und dann, wenn ihr jetzt so richtig in die Maßanfertigung gehen möchtet, dann könnt ihr wirklich von im Schambereich von Beinansatz bis Beinansatz euren Schambereich ausmessen und könnt ihn dann hier, also das ist der Bereich zwischen den Beinen an eurem Schamhügel und darunter, das könnt ihr jetzt wirklich zwischen den Beinen ausmessen, wie weit ist das überhaupt und könnt das wirklich, das ist auch tatsächlich, man mag es kaum glauben, bei jeder Frau unterschiedlich. Es ist so. Und könnt das jetzt hier einzeichnen in diesem Bereich, dass ihr wisst, okay, so breit soll das bei mir sein. Und dann könnt ihr eigentlich entwerfen nach vorne und nach hinten hin. Dann könnt ihr euch ja mal überlegen, okay, wie soll das Ganze aussehen. Ihr könnt natürlich noch mehr Maße nehmen, vorne im vorderen Bereich und auch im hinteren Bereich. Wenn ihr denkt, okay, das soll so und so lang sein oder so und so schmal sein, macht ihr euch vielleicht hier so Punkte für die Linien. So hoch soll das am Bein sein, da geht es so hin. Hinten möchte ich das vielleicht ein bisschen mehr so haben. So, und dann zeichnet ihr die Linienführung hier in eurem Schnittmuster ein. Das ist jetzt natürlich nur so in klein, aber dass ihr versteht, wie man so ein Schnittmuster entwickeln würde. Any questions? Ich mache das gleich für euch auch nochmal in Stoff. Ich messe mich gleich selber einmal aus und würde das auch gleich nochmal in Stoff machen. Alles klar. Wunderbar. Haben alle verstanden? Wunderbar. Gut. Hervorragend. Also, ich zeichne es auch nochmal hier in diese große ein. Ich würde sagen, dieser Bereich hier, der ist auf jeden Fall zu weit gestaltet worden von jemandem. Der Zwickel, der ist auch meistens nicht, der ist meistens so ein bisschen mehr im vorderen Bereich. Der ist ja, liegt ja eher hier so an, so hier und hier. Und dann würde ich jetzt gucken, okay, wie soll der Zwickel sein? Der soll jetzt so breit sein. Und vorne am Bein, ich mag das gern, wenn ich ein bisschen mehr Beinfreiheit tatsächlich habe. So. Und dann geht man natürlich nicht, also nicht hier so in diese, nichts eckig machen hier, ne? Ihr wisst das ja. So, dann würde ich hier jetzt wieder ein bisschen mehr gerade und dann hier wieder hinten raus. So. Und dann machen wir das natürlich auf beiden Seiten gleich, ist klar, oder? So, und dann auch noch immer überlegen, also ihr macht jetzt erstmal so einen Grundschnitt quasi, das macht ihr ohne Zwickel und ohne irgendwas. Ihr zeichnet euch nur ein oder ihr könnt auch einfach an so einem Grundschnitt einmal, der Zwickel ist einfach nur, dass ihr wisst, okay, da ist die Stelle, wo ich auch schmaler werden sollte. Ihr macht jetzt erstmal einfach nur so einen Schnitt aus Jersey und könnt hinterher dann an diesem Probestück sozusagen immer noch einzeichnen, wo dieser Zwickel genau sitzen soll und könnt das dann genau bestimmen. Wir machen jetzt einfach mal einen Zuschnitt auf Stoff. Ich nehme mal eben kurz meine Maße.
Das ist jetzt natürlich über die Hose gemessen. Das wird schon gehen. Und ein bisschen weniger. So. Also, mein Umfang hier. Nee, den habe ich ja viel zu tief gemessen. Mess den wirklich an, ich habe gerade meinen Gesäßumfang genommen. Also ich wirklich an der Stelle messen, wo der Schlüpfer auch sitzen soll. Der soll natürlich nicht in der Mitte von meinem Hintern sitzen, da wo mein Hintern am weitesten ist. Der soll natürlich eher hier so sitzen. Ne? Hier. So. Da habe ich natürlich einen ganz anderen Umfang, als wenn ich das in der Mitte von meinem Hintern messe. Hier habe ich jetzt 103. Wir nehmen mal 102, weil ich ja noch die Hose drüber habe. Und dann messe ich mal eben meine Schrittlänge. Das messt ihr wirklich einmal durch den Schritt durch. Auch dahin, wo ich jetzt gerade den Umfang gemessen habe. Das merkt ihr euch natürlich im besten Fall. So und so. Nicht zu doll ziehen hier. Ne? Das soll ja nicht in der Kimme sitzen, der Schlüpfer. Der soll ja oben drüber liegen. Ja, so. Das ist schon ganz schön lang, ne? Aber das ist jetzt auch ohne irgendwelche Bündchen oder irgendwas. Macht euch wirklich erstmal, also wenn ihr jetzt wirklich Unterhosen und Unterwäsche auch selber entwerfen und entwickeln wollt, macht euch erstmal ein Schnittmuster, von dem ihr einfach von der grundsätzlichen Passform her begeistert seid und das euch gut gefällt in der grundsätzlichen Passform her. Und dann kann man immer noch wieder gucken, wo möchte ich hier ein Bündchen haben, wo möchte ich das hier einfassen, wo möchte ich vielleicht mit Spitze arbeiten und. So. Das hier geteilt durch 2 ist 51. So, jetzt würde ich noch mal eben kurz messen, ab wo hier vorne das schmaler werden sollte. So, also das messe ich dann bis Anfang Schamhügel. Da weiß ich, okay, da muss das schmaler werden mit dem ganzen Schnittmuster. Also von hier bis hier, wo der Ansatz von den Beinen ist quasi. Hier. Da muss es jetzt sozusagen zwischen die Beine dann gehen und das müsst ihr am besten auch noch einmal ausmessen, damit ihr dann wisst, wo ihr ansetzen sollt. Hier, wo sozusagen der Zwickel anfängt, ne? Mache ich mal Nummer 3. Das ist bei mir 19 cm bis schmale Stelle. Und das messe ich jetzt auch nochmal aus, wirklich mit den Beinen ein bisschen weiter auseinanderstellen. Bei der Hose geht das jetzt nicht so gut, aber ich messe mal so in etwa über meinen Schamhügel drüber. Und das ist bei mir 10. So. Jetzt nehmen wir uns einfach mal einen Stoff. Sind da bis jetzt Fragen zu? Sonst mache ich das einfach auf den Stoff jetzt einmal, dann könnt ihr es sehen. Das Jersey schnell ausleiht, beziehungsweise eventuell etwas besser kleiner zuschneidet, weil der sehr nachgibt. Ja, das ist jetzt natürlich ohne irgendwelche elastischen Mehrwerte oder abgezogen oder irgendetwas. Und da guckt ihr jetzt gleich wirklich, je nachdem, welchen Jersey-Stoff ihr verarbeiten wollt. Viskose-Jersey zum Beispiel, ja, der leiert sehr, sehr aus. Dann gibt es auch noch diese ganzen Unterwäschestoffe, die nicht so doll ausleiern. Das ist aber meistens irgendwas mit Synthetik. Das ist so Richtung Feinstrumpfhose, würde ich mal sagen. Und ansonsten alles andere an Jersey, was ihr verarbeitet. Guckt ihr jetzt wirklich, und das ist ja das Schöne daran, dass wir Maßanfertigungen selber machen, guckt ihr wirklich, wie eng ihr das haben möchtet, wie weit ihr das haben möchtet. Und dann kommt es auch wirklich noch darauf an, wie ihr die Kanten versäubert. Nehmt ihr dafür so ein Gummiband zum Einschlagen? So. Oder macht ihr das einfach nur mit Umschlagen? Näht ihr das Ganze vielleicht doppelt, dass ihr gar keine Säume nach außen hin habt? Näht ihr das mit einem Bündchen an? Also ich bin auch großer Fan von Bündchens. Von Bündchen. Die steppe ich dann aber immer noch mal in die andere Richtung ab, dass das nicht so aufträgt. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. So. Gibt es auch Jersey, der sich nicht so wahnsinnig einrollt? Da stelle ich mir beim Slipnähen gerade wahnsinnig fummelig vor. Ist das eine Qualitätsfrage? Nein, das ist keine Qualitätsfrage. Es gibt einen Double Jersey, der ist von beiden Seiten gestrickt. Also der ist nicht von einer Seite links, einer Seite rechts. Der ist von beiden Seiten gestrickt. Das sieht man oft am Bündchen, an Schlauchware. Da sind beide Seiten gestrickt.
Der rollt sich nicht, der ist aber ziemlich dick. Und ansonsten, nee, es rollt sich eigentlich so ziemlich jeder Jersey gleich. Aber was du machen kannst und was wir hier letztes Mal ja auch schon gezeigt haben, ist wirklich mit heißem Dampf gut abbügeln die Schnittteile. Dann geht das und ist es nicht ganz so fummelig. Und was ich auch immer wirklich, also wenn ihr eine Overlock habt oder so, dann versäubert euch mit einer Overlock-Naht die Kanten, wenn ihr sie zugeschnitten habt, weil das dann einfach überhaupt nicht so doll einrollt und ihr könnt einfach die Kanten auch viel einfacher greifen. Ihr könnt das einfach viel besser festhalten und übereinander ziehen und ineinander stülpen und ja, das ist viel, viel einfacher. So. Interlock geht auch. Genau, Interlock. Genau. Super Resteverarbeitungsprojekte. Ich bin auch ein totaler Resteverarbeitungsfan, das wisst ihr ja. Und das ist natürlich ein super Projekt, um Reste auch zu verarbeiten. Ja, was für Jersey kann ich nehmen? Genau. Am besten Baumwolljersey wegen heiß auswaschen, aber da gibt es auch so tolle Unterwäschestoffe und Spitze und was weiß ich was. Da muss man halt wirklich gucken. Ja, ich würde wahrscheinlich auch jetzt eher dazu tendieren, meine Stoffreste aufzubrauchen und daraus coole Unterwäsche zu machen. Und ja, das sind dann meistens Baumwoll-Jersey-Stoffe. Finde ich auch hautfreundlicher. Ich erinnere mich, gibt es ja hier Schießer, die machen doch auch so mit Bio-Baumwollstoff und Feinripp und sowas. Ist ja auch alles Baumwolle, die auch kochbar ist. So, und ihr dürft natürlich gerne auch nochmal zu uns in die Kaizer Online-Kurse Family kommen. Das ist ja unsere Gruppe hier, wo man über die kostenlosen Kurse und alles super gerne sich unterhalten darf. Das wäre das Easy Peasy. Da dürft ihr auch alles Mögliche an Schnitten und Schnittmuster, Veränderung und sowas alles fragen und Designtechniken. Und dann ist es natürlich auch so etwas wie das hier jetzt. Das machen wir ja live und das ist ein kostenloser Kurs. Und da dürft ihr auch gerne jetzt alle eure Schnittmuster für Unterwäsche reinposten und zeigen und gucken und fragen und da helfen euch immer ganz, ganz viele andere liebe, tolle Leute und da gibt es auch ganz viele Spezies, die schon lange, lange Unterwäsche nähen und die euch da bestimmt gerne ein paar Tipps geben zu Stoffen, zu Nähtechniken, zu allen möglichen. Was misst man noch, wenn man Panties nähen möchte? Also Panties wäre für mich nochmal ein Faktor der Oberschenkelumfang. Warte. Hier in diesem Bereich, ne, die sind ja weiter unten geschnitten, die wären ja sozusagen so. Die haben zwar auch hier, die gehen dann ja auch wieder Richtung Zwickel, aber die sind ja hier eher noch mal wirklich ganz eng am Oberschenkel. Hier und hier, die sehen ja wirklich dann eher so aus. Und da wäre relevant der Oberschenkelumfang, dass du hier auch wirklich mit dem Oberschenkel gut hinkommst, den misst du hier an der weitesten Stelle an deinem Oberschenkel, hier wirklich ganz nah am Schritt dran. Und dann kannst du den wieder durch zwei teilen und dann hier wieder auf beide Seiten verteilen. Einmal hier, also hier von der Mitte, vom Schnittmuster, vom Schritt her, in diese Richtung einmal und einmal in diese Richtung. Okay? Sieht ein bisschen hippie aus, Leute. So. Nimmt man für den Zwickel einen anderen Stoff? Also ich meistens nicht. Zwickel im besten Fall immer irgendwie aus Baumwollstoff arbeiten. Zumindest wenn ihr keine Slip-Einlagen oder irgendwas anzieht, weil ich finde es echt unangenehm, im Schritt am Zwickel so einen Plastikstoff zu haben. Das fühlt sich nicht gut an, Leute. Nehmt da auf jeden Fall einen Baumwollstoff. Und das seht ihr auch ganz oft bei synthetischen Unterwäschen und Schlüpfern und sowas. Dass da auch, selbst wenn mit Synthetik gearbeitet worden ist oder mit Spitze oder sowas, dass der Zwickel von innen trotzdem einen dünneren Baumwollstoff hat als innere Zwickeleinlage, damit halt einfach das angenehmer für uns Frauen zum Tragen ist. So, okay, wollen wir mal hier so einen Zuschnitt machen in Stoff? Ja, ne? So, ich habe hier wieder unseren tollen Stoff-Junkie-Stoff. Dann nehmen wir mal erstmal den hier. Den rolle ich mal so rum auf. Ich muss ja hier an die Kante. Das ist jetzt natürlich kein Reststoff, aber da kann man natürlich, wenn man jetzt ein erstes Schnittmuster oder irgendwas erstellt hat, da kann man natürlich sowieso fürs Schnittmuster erstellen und alles Mögliche am besten Reststoffe nehmen. Aber ich dachte, wir machen das hier einmal aus diesem wunderschönen Stoff. Da wollte ich nämlich sowieso Unterwäsche drauf haben.
Klasse. So. Was habe ich denn jetzt hier ausgemessen? Das werde ich jetzt natürlich ganz wunderbar übertragen auf meinen. Schrittlänge ist 63 cm. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal 63 cm in diese Richtung. Das ist bis hier. Und beim ersten Entwurf kommt es jetzt nochmal wieder nicht so wirklich drauf an, dass ihr da Millimeter genau arbeitet. Könnt ihr diesen Strich gut sehen? Ja, den könnt ihr gut sehen. So, was haben wir hier noch? Umfang ist 102, die Hälfte davon ist 51. Das markiere ich mir jetzt mal hier so. Ja, das ist natürlich viel zu weit, Leute. Ne? Also wenn ich jetzt einen Jersey-Stoff habe, da würde ich jetzt auch direkt mal gar nicht so weit zuschneiden, sondern direkt ein bisschen kleiner machen. Und dann nehmt ihr euch euren Jersey-Stoff. Ich ziehe den hier jetzt nicht am Rand, weil die sollen ja auch nicht vom Hintern rutschen. Und das jetzt mal zum Thema Weitenregulierung und Weitenberechnung. Der Jersey-Stoff wird so rum elastisch verarbeitet. Ich ziehe jetzt hier nicht oben an der Kante, weil sich sonst mein ganzer Stoff aufrollt. Aber ich nehme jetzt mal einen anderen Jersey-Stoff und nehme jetzt mal diese 51. Und ich möchte ja auf gar keinen Fall, dass die Unterhose mir vom Hintern rutscht. Und wenn ich jetzt das hier mir ansehe, dass das die Hälfte von meiner Unterhose ist, dann weiß ich definitiv schon, dass das zu weit ist. Das brauche ich so jetzt gar nicht zuschneiden. Da werde ich jetzt direkt mal einen Jersey-Stoff dagegen mein Maßband halten. Ihr könnt ja auch einfach mal eine Unterhose nehmen und gucken, wie weit die ist. Und dann werde ich hier mal so ziehen. Und dann seht ihr schon, dass das hier eigentlich im Prinzip eine ganz gute Elastizität ist. Das fühlt sich jetzt für mich nicht so mega eng an. Also das wird nicht so total eng zusammenziehen. Das ist jetzt nicht, kneift jetzt nicht oder irgendwie sowas. Und das passt auf jeden Fall. Also es zieht sich gut in diese 51 cm rein. So mache ich das, wenn ich meine Weite. So. Und jetzt lasse ich das wieder los und gucke jetzt, wo habe ich festgehalten? Hier. Und da sind wir dann bei 38. Und wenn ich das jetzt hier nehme als Maß, so, dann sieht das doch schon viel mehr aus wie eine Unterhose, die mir passen könnte. So. Also, diesen Umfang geteilt durch 2 und dann eben kurz an einem Jersey-Stück, am besten aus dem Jersey, aus dem ihr auch nähen werdet, einmal kurz dran halten und messen und vielleicht auch nochmal bei euren Unterhosen schauen. Es sei denn, ihr wollt Unterwäsche machen aus nicht elastischen Stoffen. Da müsst ihr natürlich dann gucken, dass ihr ungefähr in Richtung 51 arbeitet. Aber da wir ja meistens aus Jersey oder irgendetwas nähen werden, macht ihr das bitte so, dass ihr die Weite ein bisschen angleicht. So. Wo ist mein tolles... Hier, das nehmen wir eben. Das machen wir das hier rüber. Jetzt haben wir sozusagen das Quadrat, aus dem wir unsere Unterhose machen. Jetzt gehe ich mal hier an der Seite so weit runter. Das ist eine gute Höhe für mich vorne. Ich weiß, vorne bis zur schmalen Stelle habe ich 19 gemessen. Ich guck mal hier. Also Leute, ich glaube, ich muss morgens irgendwie mal umschwenken auf Pfefferminztee. So, mein Zwickel wird in etwa, so habe ich das ausgemessen, nein, habe ich nicht ausgemessen, aber der wird in etwa so lang sein, das weiß ich von anderen Unterwäschedingern, die ich habe und auch schon gemacht habe. Und den Bogen, ich zeichne den mal in diese Richtung. 11. So. Dann brauchen wir hier einmal die Mitte davon, weil da muss ich ja die 10 cm nehmen. So. Dann zu beiden Seiten 5, weil in der Mitte hatte ich ja 10 gemessen, von der Weite her von meinem Schrittbereich, dass ich... So möchte ich das erstmal lassen. Und ich kann ja gleich immer noch ein bisschen schmaler werden. Hier habe ich vorne über den Schamhügel drüber gemessen. Das heißt, hier werde ich mit Sicherheit ein bisschen schmaler werden und hier wieder weiter rausgehen. So. So. Und dann hier will ich in der Höhe so bleiben. Das heißt, ich zeichne mir jetzt einen schönen Bogen hier hin. So einen Bogen, den ihr hier macht, den könnt ihr natürlich auch höher am Bein ausschneiden.
tiefer am Bein ausschneiden, dann müsst ihr hier ein bisschen mehr in die Rundung gehen. Bitte macht keine Ecken hier rein. Also nicht hier, nicht in diesem Bereich hier irgendeine Ecke machen. Das muss immer schön alles schön rund gestaltet werden. Und ihr könnt ja später, wenn ihr diesen ersten Probeschnitt gemacht habt, immer noch mal wieder weiter rausgehen. So, das geht durch meinen Schritt durch. Und dann geht es hinten wieder hoch. Und wie möchte ich das jetzt hinten gestaltet haben? Da kann man jetzt natürlich auch, so bis hierhin geht der Zwickel ungefähr. Und dann kann ich jetzt natürlich auch unterschiedliche Varianten machen. Kann ich jetzt so ein bisschen, hier muss es ja wieder auf die gleiche Höhe gehen. Seht ihr das, was ich hier mache? Ja, okay. So, hier 11 cm. Also hier den Rand möchte ich ja 11 cm lassen. Das heißt, ich gehe hier. So, hier muss ich jetzt gleich von hier wieder nach hier verbinden. So, kann ich jetzt so in einem hohen Bogen machen. Ihr könnt hier weiter geradeaus gehen und dann hier das eher in Richtung String machen. Ihr könnt es hier an dieser Kurve abbiegen lassen Richtung Panty. Dann müsst ihr aber natürlich hier vorne auch diesen Bereich hier länger machen. Ihr könnt einfach so Mittelmaß wählen von der Weite her. So, und ich mache jetzt erstmal so eine ganz normale, stinknormale Unterhose und deswegen würde ich jetzt einfach mal diese Linie hier machen. Womit ihr aufpassen müsst, wenn ihr solche Sachen hier macht, ist, dass ihr nicht in die Außenkurve geht, weil das ist hinterher einfach tatsächlich so ein bisschen, das könnt ihr so ein bisschen, dass die Pobacken so ein bisschen mehr eingedeckt sind, aber nicht hier so eine Linie machen. Dann habt ihr nachher einfach, obwohl könnte vielleicht auch süß aussehen bei manchen Design-Sachen, aber wenn man hier unten so eine Spitze dran macht, aber ansonsten bitte nicht so eine Außenkurve machen, sonst habt ihr einfach hinten am Hintern so einen Stofflappen. Das wollen wir ja gar nicht. Okay. So, also welche Linie nehme ich jetzt? Diese hier. Und jetzt noch zwei Tricks. Und zwar, das ist natürlich bei normalen Schlüpfern meistens gar nicht so, aber wenn ich jetzt mir selber einen Schlüpfer machen würde, dann weiß ich schon, dass hinten der hintere Bereich eigentlich ein bisschen höher geschnitten sein sollte. Ihr seht das an normalen Kaufunterhosen ganz oft, dass dann, wenn ihr die anhabt, hinten so ein bisschen die Kimme zu sehen ist. Und der Schlüpfer, der geht ja gerade über den Hintern. Und wenn ihr das anzieht, weil hier ja viel Volumen am Po ist, dann zieht das Ganze so ein bisschen so runter. Ich mach mal hier ein bisschen. So. Dann habt ihr das Ganze hier so ein bisschen so nach unten gezogen sitzen. Oder ist das nur bei mir so? Nein, das ist natürlich nicht nur bei mir so. Und ich kann euch jetzt auch sagen, warum das so ist. Das ist, weil ihr hier hinten ja quasi an dieser Strecke nach hinten raus viel Volumen habt, oder das meiste Volumen habt, mehr Volumen als hier an den Seiten, und deswegen zieht sich dieser ganze Stoff so ein bisschen nach unten. Das könnt ihr jetzt so ein bisschen gegenarbeiten, indem ihr hier die Mitte ermittelt und eine ganz kleine Kurve nach oben macht. So, dass hinterher der Schlübbi bei euch am Hintern hier hinten doch ein bisschen höher sitzt. Jetzt habe ich hier an der Seite 2 cm runtergenommen. Das muss ich jetzt natürlich hier auch wieder angleichen vorne, dass das vorne auch gleich wieder aufeinander passt. So. Verstanden? Manchmal bin ich vielleicht ein bisschen schnell mit meinen Erklärungen. Also, hier habt ihr mehr Volumen am Hintern als hier an der Seite. Deswegen gehen wir hier ein bisschen höher. Das machen wir bei den Hosen, das machen wir bei den Röcken, das machen wir bei allem, was am Hintern sitzt. Der Hintern hat halt einfach mehr Volumen. Hier, genau hier in der Mitte. Und deswegen, wenn ihr etwas haben möchtet, was hier hinten ein bisschen höher sitzt, müsstet ihr halt den hinteren Rücken, hintere Mitte ein bisschen höher gestalten. Hier, das ist hier. So, müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Wenn euch das jetzt zu viel gefummelt ist, lasst das, macht das gerade und zeichnet euch das gleich am Schnittmuster ein. So, und was ihr noch machen könnt, was ich auch ganz oft sehe und was mir auch oft gar nicht so gut gefällt, ist hier vorne in der vorderen Mitte ein bisschen weiter runtergehen. So, dass das Ganze auch schön am Körper sitzt. Manche Unterhosen haben das tatsächlich auch schon, manche haben das nicht. So, da würde ich vorne ein bisschen weiter runter gehen, es sei denn, ihr wollt wirklich hohe Taillenslips haben oder so, die zieht ihr natürlich dann noch ein bisschen höher in die Taille und könnt dann natürlich auch hier die Seiten dementsprechend nochmal anpassen. Also wenn ihr jetzt wirklich etwas habt, wo ihr sagt, okay, das soll wirklich etwas werden, ich zeichne es jetzt nur mal hier so auf, was wirklich hoch in die Taille geht, dann könnt ihr hier euren Umfang auch nochmal messen, hier so. Zum Beispiel bei Shapewear oder sowas sehen wir das ja oft. Die Taille und dann die Differenz hier, also das hier auch nochmal mit einzeichnen. Dann geht das ja bis hierhin wirklich hoch. Und dann könnt ihr hier
Das ist oben meistens tatsächlich auch ein bisschen enger gestaltet als unten. Ja, dann geht das hier so ganz hoch. Schaut euch mal Unterwäsche an, Leute. Ich glaube, ich habe da auch schon einen ganzen Sammler von. Wo? In Pinterest. Ja, wo habe ich das in Pinterest? Ich und Pinterest, Leute. So, das schneide ich jetzt einfach einmal aus und dann zeige ich euch, wie das zusammengenäht wird. Das ist ja nicht schwierig, das könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt auch schon denken. So, hier hatten wir die 2 cm weiter hochgenommen, damit wir gleich auch wieder auf die gleiche Seite kommen. Welche Linie habe ich denn hier genommen? Diese hier. So. Und hier. Nach oben in die Mitte. Und das Ganze, damit wir das nicht einzeln ausmessen müssen, klappen wir natürlich wieder in guter Kaizu-Online-Kurse-Manier auf die andere Seite über und schneiden das so wieder weiter aus. Oh, ich liebe diesen Stoff. Ich mag ihn sehr gerne. Ich habe auch noch ein bisschen was gebunkert. Da muss ich mir auch noch unbedingt ein Kleid rausnehmen. Kommt alles noch, ne? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, also es ist ja wirklich schlimm, wenn man selber so sein eigenes Stofflager, es ist nicht schlimm, es ist natürlich fantastisch und wunderbar, aber wenn man selber sein eigenes Stofflager hier im Haus hat, oh, und eigentlich am liebsten nur nähen möchte und dann aber weiß, man kriegt das jetzt zeitlich nicht wirklich hin, das alles umzusetzen und zu nähen und bunkert dann andauernd diese ganzen Stoffe hier. Ja. Nun ja. Das ist halt einfach manchmal so. So. Na. Schere, bist du beleidigt, weil ich letztes Mal die andere Schere genommen habe? Es tut mir so leid. So. Tada! Jetzt rollen wir das Ganze hier mal weg und dann zeige ich euch, was das jetzt geworden ist. So. Das Schlüpferteil sieht quasi so aus. Wenn ihr euren Schlüpfer einfach an den Seiten aufschneiden würdet, würde er so oder ähnlich aussehen. Und ihr könnt natürlich auch einfach aus einem alten Schlüpfer, der vielleicht schon Löcher hat oder nicht mehr ganz so schön ist, ein Schnittmuster nehmen. Hier, so soll ja der Zwickel entstehen. Das machen wir aber gleich nochmal. Und jetzt näht ihr das Ganze erstmal nur so hier so zusammen. Jetzt sieht das doch schon aus wie eine Unterhose, ne? Wunderbar. So, ihr näht das Ganze nur hier so an den Seiten zusammen und schlüpft einfach mal rein und guckt mal, ob euch das Ganze jetzt so gefällt und passt und ob das von der Höhe so ist, wie es sein soll und ob das alles hinhaut. Und dann könnt ihr jetzt anfangen und könnt das an eurem Schnittmuster, wenn euch das jetzt doch nicht so gepasst, also so gefällt, wie es ist, könnt ihr jetzt einfach anfangen und auch genau wie bei allen anderen Sachen euch mal vor den Spiegel stellen und gucken, wo möchte ich das dann haben und wie. Hier vielleicht ein bisschen höher am Bein oder den Zwickel vielleicht nicht ganz so lang oder anders angesetzt oder wie auch immer. Also da könnt ihr jetzt wirklich variieren und könnt euch das mal so Schritt für Schritt selber zum perfekten Schnittmuster für den Slip. Eine Sache möchte ich euch jetzt auf jeden Fall nochmal erklären und zeigen. Also hier entweder, da gibt es natürlich so Sachen wie einfach versäubern und umschlagen nach innen. Hier so, dann kann man mit Spitze oder irgendwas arbeiten. Dann gibt es diese, das hier ist vielleicht ein bisschen dick für einen Schlüpfer, aber dann gibt es diese ganzen elastischen Einfassbänder. Da müsst ihr auch wirklich nochmal gucken. Wenn man die jetzt, die sind ja einigermaßen elastisch, also sehr, sehr, naja, eher wie so ein Gummiband, nicht so wie so ein Jersey-Stoff. Da müsst ihr wirklich gucken, dass ihr das vielleicht einmal erst an einem Bein ansteckt oder zumindest mal drum haltet. Nicht, dass euch nachher so ein Jersey-Band am Bein die ganze Blutzufuhr abschnürt. Ja, woher weiß ich das? Habe ich das vielleicht selber schon mal gemacht? Ja, habe ich selber schon mal gemacht und das war dann doof. Also lieber einmal, bevor ihr das alles so schön sauber annäht, lieber einmal im Bein drum halten und gucken, ob das wirklich von der Weite her dann so ist, wie ihr euch das vorstellt. Hier kann man die ja auch durchaus so mit dran nähen, also so von dieser Seite dann einmal umschlagen und dann so lassen oder halt auch so machen. Ihr könnt aber auch einfach aus eurem Jersey-Stoff ein Bündchen machen. Ich finde das auch immer toll, ich mache das ganz viel.
weil das einfach dann von der Bequemlichkeit gleich ist, Leute. Ne? Wenn ihr einfach hier oben noch ein Bündchen dran macht. So. Kleiner oder größer, wie auch immer ihr möchtet. Was ich auf jeden Fall dann immer mache, ist, dass ich meine Nähte, meine Nahtzugaben nach innen umschlage und dann auch wirklich nochmal absteppe, damit das nicht aufträgt. Das mache ich auch hier ganz gerne, damit auch in diesem Bereich diese Seitennähte nicht auftragen. Und ja, was bliebe noch zu sagen? Hier in der Mitte ist der Zwickel. Den schneidet ihr zweimal zu. So. Dann legt ihr den in diese Seite und dann dreht ihr das einmal um. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Videos schon auf YouTube. Möchtet ihr, dass ich euch das auch nochmal zeige? Ich zeige euch das mal eben. Gehört ja mit dazu. Okay. So. Also, wir schneiden jetzt. Nein! Okay. So. Hier soll der Zwickel sein. Ich habe das vorher schon ganz ordentlich ausgemessen und weiß auch, wie ich das machen möchte. Das Ganze schneide ich jetzt zweimal zu. Nehme das hier also als Schablone. Hierfür. Da müsst ihr natürlich, denn wenn ihr das macht und euren perfekten Schlüpfer habt und schneidet jetzt den Zwickel raus, dann bitte an die Nahtzugabe denken, ne? Weil das muss ja hier und hier wieder dran, das mache ich jetzt in diesem Fall nicht. Aber ihr müsst einmal an die Nahtzugabe denken, damit ihr das auch später wieder richtig einnähen könnt. So. So. Das ist diese Seite, das ist diese Seite. Ist das richtig? Einmal kurz gucken, kontrollieren. No, das ist andersrum. So. Und so. Und ihr wollt ja später, dass euer Zwickel, je nachdem, ob ihr möchtet, dass die obere Seite in der Innenseite zu sehen ist oder die hintere Seite. Ich würde vielleicht für innen, weiß ich nicht, kann man sich ja überlegen, was man möchte. So. Auf jeden Fall näht ihr das jetzt so an. So. Und so. Ich mache das mal. So. Also hier einmal festnähen. Hier auch. Dann schlagt ihr das wieder zur anderen Seite um. Also wenn ihr könnt das jetzt ganz einfach erkennen, wenn das ist ja jetzt die innere Seite und wenn ihr jetzt möchtet, dass die andere Seite innen zu sehen ist, also diese Oberseite, dann dreht ihr das ganze Schnittteil natürlich um und dann habt ihr diese bedruckte Seite innen. Okay? So, ihr habt das jetzt hier so schön festgenäht, dann schlagt ihr das nach außen. So, jetzt ist es an dieser Seite schon mal richtig befestigt und dann näht ihr das von innen. Also ihr dreht euch die beiden Teile so zusammen. So, das muss ja hier so quasi rein. Ne? Jetzt müsst ihr sozusagen so, diese Naht muss ja von innen sein. Und das hier aber auch. Also aufpassen, vielleicht hole ich euch ein bisschen näher ran. Solche Sachen sind ja immer ein bisschen tricky. So, ganz einfach, damit ihr nicht durcheinander kommt. Ihr legt euch euren Schlüpfer hier dran, dann macht ihr das erstmal so, diese beiden Seiten zusammen. Die Naht soll ja nach innen später wieder gucken, die soll ja nicht auf der Rückseite zu sehen sein. Also Nahtzugabe nach oben holen. Bei solchen Sachen sind ja viele so, nein, was? So, das hier ist die äußere Schicht. Dann dreht ihr das Ganze so gegeneinander. So. Und so. Und steckt das auch direkt wieder mit fest. Diesen Teil solltet ihr euch speichern, Leute, damit ihr das später immer wisst. So, und dann näht ihr das von dieser Seite da dran fest. Das kann man ganz gut ineinander drehen. Ihr seht ja jetzt, dass das hier wirklich ineinander gedreht ist auf diese Seite. So, jetzt seht ihr, dass ich keine Nahtzugabe gegeben habe und deswegen passt das hier natürlich an der Seite nicht wieder rein. Bitte Nahtzugabe mit dazugeben, damit das auch hinterher wieder richtig aufeinander passt. Und jetzt, so kann man, das kann man wirklich auch gut nähen, so unter der Nähmaschine. Das ist eigentlich kein Problem. Ne? Und wenn ich das Ganze jetzt wieder auf die andere Seite ziehe, da, dann habe ich hier richtig schön verstürzt nach innen die Naht. Und das sieht alles gut und sauber. Jetzt natürlich nicht, weil ich keine Nahtzugabe gegeben habe, aber es sieht alles gut aus und keine Naht guckt nach außen. Wem das alles zu doof ist, der macht einfach
Der macht einfach Nähte nach innen und steppt die dann zur Seite weg. Das wird wohl auch einigermaßen funktionieren. Allerdings, wenn man hier wirklich keine Nähte haben möchte, dann macht man es in so. Okay. Ja. Und dann, wie gehabt, wieder zusammennähen und dann nochmal gucken, wie ihr die ganze Schlüpferform haben wollt. Also ich eigentlich, natürlich kann man so ein Schnittmuster auch von einem Hosenschnitt ableiten und wir haben ja auch die Hosenkurse und sowas, aber das ist ja im Prinzip, das ist so ähnlich, ist ja auch am Hintern, aber man hat ja gar nicht diese ganzen Schnittteile für Unterhosen. Von daher kann man die eigentlich viel einfacher gestalten. Also so. Ja, Leute, so, ich scroll mich nochmal kurz durch die Fragen. Guck, was ihr hier so. Falzgummi ist toll und bunt, genau. Weil wir es können, genau. Ich bunkere auch ohne Stofflager. Ja, hab mir selbst ein Stofflager erschaffen. Hervorragend, das ist halt einfach so. Ach komm, irgendwelche Fehler müssen wir ja auch schon irgendwie haben, oder? Mein Gott. Ist doch schön, dass wir so ein tolles Hobby haben und dass wir auch Spaß dran haben. Und dann, ach come on. Das ist ja, es ist ja auch, also jetzt mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so, denn ich habe ja mein eigenes Stofflager, aber es war ganz viele Jahre immer so, dass ich ganz wundervolle Stoffe hier hatte, aber ganz oft halt einfach nicht den richtigen Stoff, um das zu kombinieren. Und so ist halt auch mein erstes privates Stofflager entstanden. Das ist doch normal, Leute. Willst du die alle kaufen? Nein? Oder wenn man so alles in den Warenkorb gelegt hat beim Online-Shoppen und dann so, oh, okay, oh Gott, nein, aber ich müsste einen rausnehmen, aber welchen? Das geht jetzt gerade gar nicht. Ich kenne das alles. Ja, ich weiß, ich weiß. So, Kleid passend zur Unterwäsche finde ich genial. Oh ja, es gibt so viele tolle Sachen, die man dann wirklich selber auch noch machen kann und sowas. Und ja, ich finde natürlich auch toll, wenn mein Mann mich sieht in Unterwäsche, die schön aussieht und passt und sowas. Aber ganz ehrlich, wenn ich selber für mich weiß, ich habe coole Unterwäsche an und ziehe die schon morgens an und ich freue mich und die passt und die ist geil und ist selbst gemacht und so, da fühlt man sich einfach selber cool. Man fühlt sich gut, man fühlt sich schön, man fühlt sich cool, man freut sich über diese Unterhose. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber es kann den Tag so sehr bereichern. Also, ja, was ist das für ein Stoff? Das ist ein Ökotex-Jersey von www.stoffjunkies.de, also aus unserem Stofflager. Da gibt es auch immer noch 20% auf unsere Winterstoffe. Schaut da mal rein. Was ist das für ein. Ja, dieser Kreidestift ist von Clover. Ich zeige euch den gerne nochmal. Clover. Ist einer meiner Lieblingskreidestifte, weil der einfach in beide Richtungen gut malt. Es gibt ganz, ganz viele Kreidestifte, auch von Prim und so. Die sind auch alle gut, aber ich finde tatsächlich diese hier von Clover am besten. Und ich zeige euch auch warum. Hier, das Kreiderad ist sehr, sehr gängig, auch auf feineren Stoffen. Und was ich besonders cool finde von Clover, ist, dass die einfach eine Funktion haben zum Kreide nachfüllen. Das haben vielleicht andere auch. Aber da kann ich jetzt einfach so ein Beutelchen Kreide holen und kann das nachfüllen und muss nicht immer dieses Rädchen an sich wegschmeißen. Finde ich ganz cool. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich immer auch Fan von Tafelkreide, aber mittlerweile benutze ich die hier tatsächlich ganz gerne. Ja, so. Aha. So. Alle machen Kreideschiff. Was? Ihr seid alle hier auf den Kreideschiff gespannt. Wie cool. So. Nicht dehnbare Stoffe als Unterwäsche stelle ich mir gruselig vor. Kommt drauf an. Da gibt es auch ganz viele coole Sachen auch mit Spitze und sowas, die auch echt einfach süß aussehen. Ich würde sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt denn als unten drunter tragen, aber auch so im Bereich Bauchtanz und solche Sachen gibt es auch viele Sachen aus Spitze, die nicht elastisch ist, mit Stickereien und sowas alles. Sieht ganz, ganz cool aus und passt dann natürlich auch toll. Und ja, natürlich zum unten drunter tragen würde ich wahrscheinlich auch eher. Nicht eher elastische Stoffe nehmen. So. Die versteckte Zwickelnaht ist toll. Danke für die Erklärung. Sehr gerne. Das ist auch eigentlich wirklich, also wirklich, wenn ihr da jetzt nochmal so, manchmal, wenn man dann selber vorsteht, denkt man sich so, aber es ist wirklich, macht das so mit den Fingern, wie ich das gefasst habe. Dann könnt ihr da eigentlich wirklich nichts schief machen. Und wenn ihr das zwei, dreimal gemacht habt, dann geht euch das so ins Blut über. Wenn ihr dann jemanden anders sieht, der das anders macht, dann geht ihr hin und dann so, nein. Ich habe die Lösung. Guckt dir das an, so geht das. Ja. Okay, ihr Lieben, dann hoffe ich, ihr hattet heute viel Spaß mit mir und konntet auch einiges lernen. Und ich hoffe dann natürlich jetzt auf ganz, ganz viele Unterwäsche- und Unterhosefotos und auch Inspiration für die anderen. Und wie gesagt,
Kann man einen Stoff für Bauch einarbeiten zur Verstärkung? Ja klar, da gibt es auch. Kommt mal bitte in unsere Kaizo Online-Kurse Family. Und ich weiß, dass da viele Leute sowieso auch schon für sich selber Unterwäsche nähen und sowas. Und die haben auch immer schon ganz, ganz tolle Tipps zum Stoffe kaufen für Verstärken für den Bauch und solche Sachen. Wenn ihr solche Sachen maßanfertigt, dann ist es natürlich auch besonders toll, wenn ihr euch dann Shapewear nähen könnt, die zwar so ein bisschen alles so ein bisschen in Figur bringt, wenn ihr das dann haben wollt, aber euch auch nicht so einschnürt. Weil das will doch auch keiner, oder? Also wenn ich manchmal so Shapewear trage, was sehr, 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 sehr selten ist, aber ich habe solche Teile auch im Schrank und wenn ich die anziehe, dann denke ich so, Alter, nee, das ist, fühlt sich, da ich ja sowieso, oh Gott, ich laufe am liebsten ohne BH und keine Ahnung, das ist dann für mich so. Aber ich liebe meine Hosen mit dem elastischen Bund, aber die habe ich mir ja auch selber genäht. Also von daher, das ist für mich wirklich toll. So, das finde ich gut. Ein Bustier wäre super. Also, wir haben ja schon den Aufbaukurs für BHs. Da erkläre ich das ja auch mit einem Bustier nochmal. Und ihr könnt ganz einfach einen Etui-Schnitt machen für euren Oberkörper, der halt einfach nur bis unter die Brust geht. Und das könnt ihr halt einfach abschneiden und dann habt ihr euren perfekten Bustier. Das kann man einfach abstecken am Körper. Ihr macht einen. Holt euren Grundschnitt raus, Mädels. Holt euren Grundschnitt aus. Den habt ihr ja im Grundkurs. Für unsere ja, Grundschnittmustererstellung. Den schneidet ihr einfach bis hier und dann macht ihr hier Abnäher rein, hier unten im unteren Brustbereich, dass es richtig schön fest sitzt. Zieht das Ganze nochmal ordentlich stramm um die Brust und dann habt ihr euer Bustier-Schnittmuster. Und ich erkläre das auch alles nochmal im BH-Aufbaukurs. Ich trage Korsett, was soll ich sagen? Ja, ich hatte damals auch mal ein paar Korsetts, aber ich trage sowas nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr einquetschen. Aber sieht natürlich auch toll aus. Also ich mag sowas trotzdem auch gerne leiden bei anderen. Okay, ihr Süßen. Dann verabschiede ich mich für heute. Ich gucke mal, wie weit ich heute komme mit den Ärmeln, mit der Ärmelgestaltung und sowas, dass wir da auf jeden Fall auch nochmal weiterarbeiten im Aufbaukurs Ärmel. Werde auf jeden Fall am Sonntag bei den VIPs live sein. Da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Und werde mal gucken, dass wir das auch nochmal irgendwie mit reinschieben in unsere Gruppe Masterclass für Oberteile hier auf Facebook. Da dürft ihr rein, wenn ihr den Komplettkurs habt von uns. Und ansonsten, was soll ich sagen? Teilt mein Video. Leute, wir werden in diesem Jahr keine Weihnachtsaktion machen. Wir werden keinen großen Sale machen oder sowas. Die Sachen, die jetzt neu kommen, die Kurse, Kursteile, die werde ich nochmal zum Sonderpreis euch geben. Meldet euch im Newsletter an, ihr bekommt dort den 20% Gutschein. Das ist quasi ja auch wie ein Weihnachtssale, ein Dauergeschenk an euch. Und ja, ansonsten teilt doch mal die Videos. Ich habe gesehen, hier sind viele Leute mit Live und sowas, die dann aber doch leider nicht die Videos teilen. Das finde ich schade. Macht das doch bitte, ihr helft uns wirklich damit. Und wir auf unserer Seite haben da ein spezielles Auge drauf, denn vielleicht werde ich ja zu Weihnachten auch noch etwas verschenken. Das kann gut sein. Also, ich gucke mir das an, Leute. Ich habe hier die Statistiken im Backend. Okay, Ecke freut sich auf Sonntag. Ich freue mich auch schon riesig auf Sonntag. Das wird bestimmt ganz cool und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns morgen nochmal wieder. Bis dann. Ciao.